Ja, das wollte ich klären, ob wir hier weiter in Tarne bleiben können. An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem Ich dürfte mindestens wohl ein bekannt Haus in sein. meiner Stadt gehört. Und das ist ja Wenn wohl der ihr meinen Fall. Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Das habe ich doch schon. Nun denn, Kommando zurück. Okay, wir haben geholfen. Wir kaufen ein Haus hier. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Juhu. Glückwunsch! Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht, sowie diese Waffe Wie wär's aus mit meiner dir? Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über euren neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht Ich glaube, denken, das ihr ist mal seid Teil besser. des einfachen Pöbels. Nun, zuerst gilt es, Reparaturen durchzuführen und Wunden zu heilen. Die Leute verlassen sich darauf, dass wir die Stadt wieder auf Vordermann bringen. Sobald die Lage sich etwas beruhigt hat, werde ich versuchen, weitere Stadtwachen anzuheuern und unsere Wasser- und Nahrungsvorräte aufzustocken. Das Kaiserreich könnte versuchen, die Stadt zurückzuerobern. Schlimmstenfalls bekommen wir Besuch von einem Drachen. Ja, wir müssen für beides gewappnet sein. Ja, wir waren einmal eng befreundet, aber das ist schon lange her. Wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt, mit Wurzeln, die bis zu Iskramos Gefährten zurückreichen. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen Aha. losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Es gibt bei uns ein altes Sprichwort. Die Graumähnen leben schon in Weißlauf, seit der erste Schnee auf Himmelsrand fiel. Naja, vielleicht entspricht das nicht ganz der Wahrheit. Aber unser Clan kann in diesem Fürstentum auf eine lange und stolze Geschichte zurückblicken. Wir respektieren die alten Traditionen, die Gebräuche der Nord. Und es ist schon seit vielen Generationen ein Graumähne, der die Himmelsschmiede betreibt. Aha. Ja, sicherlich. Talos war es, der uns geholfen hat, die Stadt zurückzugewinnen. Das ist so sicher wie der Sonnenaufgang am Morgen. Vielleicht errichten wir sogar einen neuen Tempel und lassen ihn von Heimskar leiten. Das würde ihm bestimmt gefallen. Ja, sie sind ein alter Clan wie wir. Aber sie haben sich auf die Seite des Kaiserreichs geschlagen, als der Aufstand losbrach. Olfried Kampfgeborener hat sein Geld mit der Landwirtschaft verdient und unter den Adeligen des Kaiserreichs neue Freunde gefunden. Jetzt steht er auf der Gehaltsliste des Kaisers, genau wie alle anderen. Ohne Achtung für Ehre und Tradition. Aha. Ich hatte eh alles gesagt. Das ist der neue Muskel vom Boss vom Jarl. Das ist so die Jarl. Okay, gute Nachrichten, Lydia, du darfst weiter in meinem Muskel bleiben. Ich werde enttarnen. Ärger oder so? Niemals. Bei den Neuen, ich hasse das Warten. Dieses verdammte Warten. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr Der emporstieg, Prediger darf jetzt offiziell Klassen 8, predigen. die Neuen wurden seit Preise Talos und alle Göttlichen. Weißlauf ist von den wahren Söhnen von Himmelsrand befreit worden. Mit offenen Armen, mit Jubel und Gesang, mit Freude im Herzen und Tränen in den Augen. Gepriesen sei Talos,
Dies ist ein glorreicher Tag für Weißlauf und ganz Himmelsrand. Unsere Erlöser sind endlich hier. Aha. Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen. Oh ja, schon oft. Doch der mächtige Talos war mein Bewahrer, mein Schild gegen die Ketzerei des Südens. Wenn Talos nicht wäre, und wenn ich gewissen Kerkermeistern nicht ein bescheidenes Schmiergeld gezahlt hätte, stünde ich jetzt nicht vor euch im Glanze meines Glaubens. Doch ihr nein, seid ein Mensch. Ja, und das muss man aufgeräumt werden. Lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus den Norden kommt. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. So, zurück nach Hause. Setz dich auch, Lydia. Stimmt ja, wir haben ein Haustier. Gut, da mache ich erstmal eine Pause nach diesem Kampf, nach dieser Schlacht. Muss jetzt mal Aufnahmepause machen. Danach sehen wir weiter. So, Lydia, kannst du mal bitte endlich mal wieder mitkommen? Beide Schlacht und Weißlauf hat dir einfach gefehlt. Weil wir sie zugelassen haben. Muss man fairerweise sagen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich darf nicht so lange Streampausen machen. Nicht Streampausen, sondern ich darf nicht so lange Aufnahmepausen im Skyrim machen. Das endet in nichts Gutem. Zur Akademie der Winterfeste können wir hinreisen. Schnellreise. Wir wollen nicht zur Akademie, wir wollen... Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Na, wenn das die Führung hört. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehört. So, wir wollen jetzt irgendwie hier hinauf. Steig mal aufs Pferd auf. Ich hoffe, Lydia kommt irgendwie hinterher. Jetzt müssen wir irgendwie da lang kommen. Mach irgendwie mal den Spruch, da können wir wahrscheinlich. Das ist doch wieder eine Drachenmusik. Nächsten Dank. Ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Drache. Eigentlich hatte ich gerade keinen Bock auf Drachenkampf.
Ja, das ist definitiv ein Drache. Und war noch mal beschleunigen mit dem. Wieder nicht gegen den Drachen kämpfen und mitkommen. Ach Scheiße. Nur gerade nicht wirklich. Yo, verdammt. Nur gerade nicht fit dazu, gegen den Drachen zu kämpfen. Ach du Scheiße, nein! Da verreck ich doch tierisch. Kann ich noch aufstehen? Nein. Verdammt! Ist ja nicht vom Klippen springen. Jetzt sind wir wieder hier. Na toll. Wir starten mal vom Winterfest aus. Ich glaube, da sind wir auch besser ohne Pferd unterwegs. Ist Lydia noch dabei? Ja, Lydia. So, mitkommen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. So, einmal hier hinab. Gibt es hier keinen sicheren Weg? Wir müssen was fahren. Stufenaufstieg möglich. Aha. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ausdauer werden wir leveln. Okay. Alles in zwei Hände rein. Okay, da können wir nichts machen. Das Skilltree habe ich auch nicht so wirklich kapiert. Kriegerhaltung. Mächtige Angriffe mit zwei Handwaffen verbrochen. 25% weniger Ausdauer. Schädelspalter. Tiefe Wunden haben wir hier. Angriff mit zwei Händen haben eine Chance von 10% kritischen Schaden anzurichten. Das klingt doch gut. Stufe 12. Na dann einmal hier hoch. Wieder noch da oder ist die schon abgestürzt? Der Weg über die Eisberge. Bis dorthin, wo noch niemand gewesen ist. Einmal Eisbaden hier.
Wir müssten mal wieder ein bisschen in die Richtung. So, war das Waffen 10. Ach, Scheiße. Da habe ich mich erschreckt. Große Güte. Warum habe ich mich so erschreckt? So kämpft sich tatsächlich auch besser. Meine Charakter zwar nicht, aber die ist jetzt auch nicht so großartig schön. Was man sehen müsste. Ich lasse mal in Ruhe, oder? Wenn mich in Ruhe lässt, lasse ich dich in Ruhe. Es geht aber hier sehr weit raus. War das hier nicht der Platz, wo wir diesen Eisdämon besiegen mussten? Um uns zu beweisen, dass wir den Sturmmänteln gut genug sind. Oh, Kacke. Dreck. Bin schon so weit gekommen. Wir den selben Weg nicht fünfmal machen müssen. Das ist dann halt irgendwie auch ein bisschen frustrierend. Ach, sag nicht. Das ist doch. Gibt es da keinen Safe Point? Gibt es einen Schlangenstein? Ist zwar ein bisschen weit abseits, aber. Ist vielleicht ein bisschen näher dran. Was soll mir das Pferd hier helfen? Oh, Kacke. In dieser Richtung. Das Pferd lasse ich mal hier. Das bringt mir eh nichts. Müde, nicht sterben. Ich nicht sterben. S-Bahn aus Versehen draufgegangen. Mindestens doch hier zu Tode führen. Scheiß Season war wieder. Mal außen rumschwimmen vielleicht. Kein Bock wieder auf den zu treffen. Wir sind schon so nah am Ziel. Ich meine, wir haben den Drachenschrei und so, aber. Von der Bestie in der Wildnis angegriffen zu werden, ist dann auch wieder.
keine schöne Sache. Ich fürchte, wir müssen da hoch, oder was? Nein, müssen wir nicht. Schwimmen da lieber. Statt an Land auf Zivilisation zu treffen, die wir vernichten wollen. Wieso jetzt die Kampfmusik? Die haben mal wieder abgehängt. Ah ne, da kommt sie. Seine Tapfer und so zu folgen. Sehr guter Tane. Hier sollen wir hin, oder? Was? Eisblast. Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Aha. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist Septimus Signus. Höchste Spitze. Okay. Was? Es leckt über die Scheiben und die Schriftrollen der Alten. In der Tat. Die Kaiserlichen haben... Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Hier. Nun hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel, in der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Naja, aber nach realen Maßstäben. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Bitte nein. Seht dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, nein, wo Dwemer Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel.
Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Aha. Die tiefsten Türen der Dremer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Tatsächlich. Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dremer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Interessant. Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Oh, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dremer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt, nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer, unbemerkt, unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Na, dann haben wir jetzt alles. Dann mal auf. Wo müssen wir nicht hin? Hier. Kommen wir natürlich nicht hin. Da können wir hin. Nein, können wir nicht. Und zur Winterfeste können wir zurückreisen. So, ich kann für diesen Ort nicht. Ah, okay. Das ist mal raus und dann können wir da hinlaufen oder hin schnell reisen. Grad, Dremer, in der Anderwelt.
Dann müssen wir hier wieder zurückkommen. Ich dachte, wir wären zusammengekommen. Schnell nach Elftantreisen. Dann sind wir schon da. Ich hoffe, hier gibt es auch irgendwie einen Safe Point, den wir dort haben, dass wir da schnell zurückreisen können. So, hier haben wir nochmal meinen Charakter. Muss ich mal wieder angucken. Schöne Gesichtsbewahrung. Wo müssen wir jetzt hin? Hier rein. Das Gebäude, auf dem wir stehen. Haben wir hier schon mal. Kommt mir recht unbekannt vor. Ich schätze mal hier hin. Falsch geschätzt. Ein lauter. Müsste schon unsere zweite sein. Tragen wir die Alte noch mit uns rum oder? Wie laut haben wir jetzt zwei? Ich hoffe, ich habe jetzt die Waffen nicht abgelegt. Oh, weia. Zwergenschwert der Verbindung. Ich nehme nach wie vor meine Stahlstreitaxt. Die ist noch am besten. King von Weißlauf. Scheint aber auch nicht schlecht zu sein. War die Axt nicht schon auf dem höheren Level ausgerüstet? Bekleidung, was haben wir da an? Die Handschuhe. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das war heftige Kleidung an hatten. Wir hatten hier starke Handschuhe. Das ist ein bisschen. Da ist doch was dazwischen gekommen. Oder nicht? Hatten wir doch schon besseres hier, 42, genau. Ja, Sturmmantelbürste, die hat man wirklich mit dem Bürst gehabt, ein bisschen verwirrt. Sprechen Leute. Ignorieren wir die einfach. Ich weiß nicht, wo wir überhaupt hingehen. Was ist unsere Quest? Bring die Schrift von der Alten in deinen Besitz.
Müssen wir ja für ihn erstmal ein paar Sachen besorgen. Zwergenspinne. Nehmen wir Zeugs mit. Zwerge, das verlorene Volk von Tamriel. Nee, ich werde hier keine Bücher mehr lesen. Was? Das Metall ist bestimmt was wert. Können wir bestimmt verkaufen. Wo kommen wir jetzt hier lang?